Zeitrechnung, wenn man das so sagen darf. Der Bahnhof ist wieder freigegeben, die Züge fahren wieder. Es ist so, dass es gestern um 15 Uhr, kurz vor 15 Uhr passiert ist und den Regionalexpress zwischen Kiel und Hamburg mit 120 Passagieren besetzt, sticht ein Mann scheinbar wahllos auf die Menschen ein. 9 werden verletzt, davon 2 halt tödlich, da konnten die Notärzte nicht mehr helfen. Das Ganze, genau, Normalität soweit, das Ganze war jetzt sehr unübersichtlich. Es ist noch Passagiere, wo mutig dem Täter sich entgegengestellt haben, ihn überwältigt haben, ihn festhalten konnten, bis dann relativ schnell dann auch die Polizei hier vor Ort eingeschaltet ist. Was ist denn über den Angreifer mittlerweile bekannt? Weißt du da auch Näheres bei den Hintergründen? Ja, also über den Täter weiß man zumindest heute Morgen gesichert, dass es sich um einen Mann handelt, 33 Jahre alt, ein staatenloser Palästinenser aus dem Gazastreifen. Er ist wohl der Polizei bekannt, allerdings wegen Gewaltdelikten. Er ist noch nie wegen politisch motivierten Taten aufgefallen. Bei der Festnahme wirkte er verwirrt, auch er ist im Krankenhaus, wollte vernommen werden. Über die Hintergründe von seinem Motiv. Wahrscheinlich weitere Informationen.